Hi und herzlich willkommen zurück beim Club der Verrückten mit Mario und Rock. Huch. Mit Mario und Rocco wieder bei Tabletop und natürlich mit mir, Leon X. Und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Rocco Phase 5, Mario Phase 6, Leon Phase 7. Erstmal mischen. Die Punkte habt ihr noch im Kopf, ne? Spaß. Letzte Runde ist ja auch schon ein bisschen her, muss man ja sagen. Ich sag nochmal die Punkte, ich hab's mir gerade eben angeguckt. Rocco, du führst mit 280. Mario liegt dahinter mit 180 und dich dahinter bin ich mit 165. Wobei, das Wort führt ist hier falsch gesagt, weil. Ja, das ist ein bisschen. Weil Punkte sind ja in dem Spiel was Negatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich bin immer noch in der Scheißphase mit den zwei Vierlingen. Ich kann es ja aufdecken nochmal. Alle markieren und dann F. Ach so. Danke. Ja, ne? Und anfangen darf diesmal der Rocco, weil der Mario beim letzten Mal gewonnen hat. Ich bin in der Phase 5. Du bist in der Phase 5, ja. Ich bin okay. Phase 7 damit immer noch am weitesten, aber damit auch mit Abstand schwierigsten Phase überhaupt. Obwohl, ich würde sagen, einer der schwierigsten Phasen überhaupt. Ja, die ist schon eklig, muss man sagen. Ja, die danach kommt es relativ angenehm. Ich meine, 7 Karten einer Farbe ist relativ einfach. Das geht sogar noch. Muss ich eine Karte ziehen jetzt? Entweder die da liegt, nehmen oder eine Karte ziehen. Kannst du dir aussuchen. Achso. Ich muss im Nachhinein noch wieder eine ablegen. Na super, die nehme ich wieder ab. Das war's. Ich eine. Oder machen wir das eben so? Ja. Mario, du bist. So, okay. Alles klar. Ich kann sogar schon raus. Du musst trotzdem eine ziehen oder die nehmen. Bevor du irgendwas machst. Du hast echt schon. Ziehen wir mal eine Karte. Du hast echt schon eine 9er Folge. Ich kann schon raus. Echt jetzt? Ich hab fast gewonnen. Ach Mann, oh. Moment. 8, 9 und 10. Hättest du jetzt die 11 genommen, hättest du gewonnen. Aber das stimmt. Jetzt zu spät. Glück gehabt, Rocco, wir sind noch im Spiel. Genau, na gut. Muss eine ablegen, ne? Du musst eine ablegen, ja. Okay. Dann. So. Rocco. Rocco ist. Eine 3. Wenn er jetzt eine 1 oder eine 11 zieht, dann hat er gewonnen. Oder eine 2 reicht auch schon. Ja, gut, dass er die nicht nehmen kann. So. Mario, du musst ziehen. Oder du nimmst die, aber ich weiß nicht, was das für einen Vorteil hätte. Ziehen muss man ja so oder so, ne? Musst du jede Runde, ja. Du musst ja auch jede Runde eine ablegen. Oder, okay, oder du schickst jemandem Aussetzen zu, aber dann ist das quasi wie ein Ablegen. Nochmal zur Erinnerung. Genau, ne, kann ich nichts von anfangen. Oh, nice. Was denn? Nein, es fehlt mir noch eine Karte. Dann leg ab. Runde 8. Folge. Ja, nice. Ich kann endlich raus. Na, nice. Und einen dazu. Ach, Manno. Was, ach, Manno? Ich bin noch lange nicht fertig. Und wieso habt ihr so viele Sternkarten? Ich habe keine einzige. Ich habe 3 direkt am Anfang gezogen. Wie geil. Das ist unfair. Das ist nicht unfair, das ist das Spiel.
Im Übrigen, falls sich einer wundert, warum ich so oft in die Richtung schaue, ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm und da kann ich nebenbei die Aufnahmen beobachten. Und Discord. Oh, Konz ist da. Apex. Weiß ich nicht, kann ich nicht sehen im Moment. Das kannst du bei ihm sowieso nicht sehen. Nee, das stimmt. Der hat sie ausgestellt. Nein. Wer will ich damit? Das ist halt blöd, ne? Dass wir jetzt, man ist ja gezwungen, eine Karte zu ziehen. Ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann immer noch was Höheres oder Niedrigeres ziehen, was mich rettet oder in die Falle haut, je nachdem. Weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was deine Karte, die du ganz halt auf der Hand behältst, ist, ne? Ja, wenn ich die direkt ablegen könnte, ne? Das wäre schon Premium. Ich weiß ja nicht, was es ist, ne? Ach, Mist. Ja, die kann ich nicht ablegen, dann verliere ich. Wieso? Ich kann die doch nehmen. Ja, genau deswegen. Wieso? Ich muss doch dann ich habe doch zwei Karten auf der Hand. Dann lege ich die jetzt beim Mario an. Einen Moment. So. Kann ich immer nur noch eine ablegen. Hab ich immer noch eine auf der Hand. Ach, und dann kann der Mario auf jeden Fall eine Elf nicht dahin legen. Dann. So, jetzt hat er eine Elf. Dann lache ich. Nee. Schade, hätte mich gefreut. Ja, glaube ich, dass sich das freut. Ja, wer? Rocco, wer? Ja, gut, dann ist Mario direkt dran. Jo. Na dann. Amado Rocco. Ah, schön. Kann ich eine ablegen? Nee, das ist, ich könnte noch das eine ist, anlegen. Das ist abgelegt. Das zählt dann. Das zählt als abgelegt, okay. Ja. Und ich mache jetzt fertig. Ach, Mann. Mario, ja, okay. Wie viele Punkte? Wie viel zählt die Karte wieder? Ich wollte die ganze Zeit ablegen. 20! Aber klar, geht nicht. Das ist doch ein Joker! Den kannst du überall ranlegen! Okay, das wusste ich nicht mehr. Du Honk! Alles ein bisschen her. Der hätte die ganze Zeit gewinnen können und macht's nicht! Okay, Rocco, wie viele Punkte hast du da? 5, 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. 60 für Rocco und 20 für Mario. Ja, Rocco tut mir so ein bisschen leid gerade mit den Punkten. Lies mal vor, ich habe immer noch 165, Mario hatte 200 und Rocco hat 340. Ja. Du mal mit deinen dämlichen Karten, ey. Rocco, wir machen das. Übrigens, Mario, du bist jetzt auch in der 7. und ich bin in der 8. Du klickst auf den Würfel drauf mit rechts und dann ist in der zweiten Zeile, dann kannst du eine Zahl auswählen. Jo. Siebte Phase. Okay, das ist die eklige Phase. Rocco, du darfst anfangen, du hast verloren. Wie kann man meine Karten ordnen? Nimmst die einmal raus
aus deiner Hand und tust sie dann wieder rein. Normalerweise. Okay. Naja. Gott ist das nicht gerade, aber. Warte mal. Ich spiele mich da mal kurz ein. Ja, so mach ich das auch immer. Bitte sehr. Danke. Nehme ich die Karte? Ja, ich nehme die schon mal mit. Okay. Brauche ich jetzt nochmal? 7 Karten einer Farbe, okay. Warum wolltest du bei mir nachgucken? Du kannst auch bei dir nachgucken. Ich habe nicht bei dir nachgeschaut, ich habe was anderes nachgeschaut. Alter. Ratet mal, wer wieder FIFA spielt. Ja, hab ich gar nicht gehört. Ja, noch nicht. Das ist aber nur auch nur eine Frage der Zeit. Du bist dran, Mario. Ja. Das und Leon einmal aussetzen. Ja gut, dann gib die aber auch bitte mir. Kann ich mir die 8 nehmen jetzt? Ja, das darfst du. Könnt ihr. Ah, danke. Da kommt irgendwer nach oben. Ich meine, Marc kommt nach oben. Was war das? Was war das? Das war die Mülltonne im Badezimmer. Du kannst die mir nicht zuschieben, du musst die Mario zuschieben. Okay. Na gut, dann darfst du noch mal. Achso, ich bin wieder dran. Ja, das war quasi so ein. Wir mussten ja jetzt beide aussetzen. So, jetzt hat er noch ein Aussetzen. Oh, den nehme ich mal. Nennt man das nicht in Royal Flush normalerweise? So, dann hätte ich. Beziehungsweise, ich muss ja erstmal eine ziehen. Den musst du sowieso. Ah, das ist schön. Welche die Zahl? Oh, ne. Die hast du schon abgelegt. Die du hast schon eingezogen, darfst du jetzt nicht mehr nehmen. Die darf ich dann nicht mehr nehmen, ne? Genau. Entweder ziehen oder nehmen, so lautet die Devise, aber nicht beides. Mhm. Legen wir. Nehmen wir die mal ab. So, Marco. Ach, das gibt's doch nicht. Egal. Übrigens möchte ich nochmal ankündigen, wie macht man das immer? Wie sagt man das jetzt am besten? Genau, diese Woche Samstag um 18 Uhr beginnt unser Livestream von Starboard. Allerdings nicht auf diesem Kanal, nochmal um es zu sagen, nicht auf diesem Kanal, sondern auf unserem gemeinsamen Kanal, dem Club der Verrückten. Jetzt nochmal für alle. Mhm, ja. Ich kann endlich raus. Ja, dann mach. Erzählt. Ich muss noch einen ablegen. Oh, was will ich denn damit? Kannst du die 1 gebrauchen? Ne. Gut, dann weil ich jetzt ablege. Okay, kannst du eine 1 gebrauchen? Ne, gerade nicht. Oh, was will ich denn damit, ey? Da kann man Würfel auf Nummer 6 stellen. Das macht man eigentlich erst am Anfang der nächsten Runde, weil ich 6 gucke. So. Dann legen wir. Die 8 mal ab. Yay, ich hab gewonnen. Nee. Hä? Das ist 4 Sternchen. Achso. Nein. Moment, ich helfe dir. So, Sternchen. Und die 2 lege ich ab.
Nacht. Ja. 20. 60. Rollflasch. 80. 85. Boah, ich büße auch eine. Jetzt bereue ich, dass ich die 10er gesammelt habe. Aber davon hatte ich halt am Anfang schon direkt 2 gehabt. Und 10, 20, 30, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ja, 5 Punkte weniger als ich. Moment, was hatte ich jetzt noch? What the fuck? 80 hast du? 80, ja. Hast du jetzt die Punkte, die Rocco vorher hatte? Ja, die Phase ist auch echt ekelhaft. Na, da hänge ich ja auch ewig und 3 Tage.